So, dann mit dem Turtle Meat. Jetzt haben wir schon mal wieder einen Teil mehr. Aber noch nicht genug Rezepte. Ob man auch Rezepte mit das Try and Error rauskriegt? Wäre auf jeden Fall mal interessant. Werde ich mich auch mal... Haben wir jetzt wieder so ein grünes? Nee. Turtle Meat! Ich hoffe, wir finden unterwegs echt einen Speicherpunkt. Manchmal reagiert meine Maus einfach nicht. Blöde Funkmaus. Kann man jetzt hier nochmal raus oder hoch und hat mich natürlich treffen lassen. Ach nö, jetzt muss ich zu blöd zum Spielen dafür sein. Nein, böser Gegner. Wir gehen jetzt nochmal nach Nashas Home und safen dort. Dann haben wir wenigstens schon mal die Healing Potions. Sicher. Ich weiß, dem einen oder anderen könnte dieses ewige Gespeichere vielleicht auf die Nerven gehen, aber was muss? Das muss. Und lieber einmal zu viel gespeichert, als einmal zu wenig. Und natürlich einmal zu viel verschwommen, als einmal zu wenig. Huch. So. Und ich weiß, das war eine Melodie zu viel gespielt, aber egal, das Ergebnis ist dasselbe. So, und auf geht's nochmal erneut in diesen Dschungel. Was hier? Ja, hier war das. Ich hoffe, wir finden dann... irgendwann nochmal so eine Schildkröte, dass wir auf jeden Fall schnell reisen können. Ach, ich drücke immer M für die blöde Karte. Das gibt's doch nicht. Warum habe ich den... Nein, ich überspeichere das hier. Warum habe ich den Speicherpunkt nochmal vergessen? Ach ja, weil ich blond bin. Nein, das sollte jetzt nicht abwertend klingen. Also Blondinen da draußen, fühlt euch nicht angegriffen. Ich darf sowas sagen, weil ich von Natur aus blond bin. Ob wir hier irgendwo noch so eine Schildkröte haben? D-
da wäre doch ein idealer Platz dafür. Da schwimmen wir jetzt einfach mal hin. Da haben wir... Nee, da ist nur das. Guck mal, wir haben Bobblehaust hier. Das lasse ich mal da hinten hängen. Fuscha, jawolla. Wie funktioniert das? Interessant. Das ist cool. Eine Schnellreisevariante. Kriegen wir hier was Bestimmtes? Nein. Oben hatten wir auch noch einen Weg. Wo führt der uns hin? Piu, 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 piu. Oh. Hier waren wir noch gar nicht, oder? Feuern wir mal hier die ganzen Krebse weg oder whatever das sind. Bobble! Wo kam der denn jetzt her? Stirb! Na dann eben nicht. Dann eben so. Da haben wir Leben. Gibst du auch Leben? Ja, du gibst auch Leben. Wo sind wir? Dann räumen wir hier erstmal auf. Okay, wir haben ein neues Rezept gelernt. Das schauen wir uns doch direkt mal an. Ah, 2 Defense für 15 Sekunden. What the hell? Da hat uns doch tatsächlich so ein Tintenfisch beschossen. Huch.
Naja. Wo auch immer der herkam. Hier sind viele von den Viechern. Ich könnte schwören, dass der Endboss eine Krabbe ist. Also der Boss hier, falls hier in der Nähe einer ist. Da ist wieder das blöde Lachen. Alter. Lach mal, kriegst einen Keks. Nicht mal was Troppen tut der. Ja. Kugelfische. Schon klar. Ha. Nee. Die halten ganz schön viel aus, die Viecher. Aber erstmal ist hier unten noch was. Nein, aber hier geht's nach oben. Heißt es hier erstmal nach einem Speicherkristall Ausschau halten. Okay, da kommt man. Eine Flunder! Glaube ich, denke ich, meine ich. Riesenseestern. Schön ist es hier. Springflunder! Springflunder! Tut ihr mir weh? Ja, tut ihr. Die blöden kleinen Bobbelviecher Dingensbums gedenken. So. Ich wollte doch erstmal hier hin. Was ist das hier? Haben wir jetzt gelernt? Fisch vom Preußen. Ah ja. Hier geht's raus. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Da geht's nämlich rüber in den Dschungel. Ein Gehirn. Sieht zumindest wie eins aus. Dann gucken wir uns mal hier um. Sieht aus, als ob es da Richtung irgendein Schiffswrack geht. Tatsächlich, ein Schiffswrack. Gucken wir uns hier. Hier sind wir nun wieder. Hoch. Ach Gott.